Da. Einer der Landgottschreine. So sagte er, versank in einem nahen See. Ich halte mich lieber von dem Schnappmaul fern. Der Landgott muss hier unter dem Schutz sein. Ich wurde entdeckt. Ich muss zu diesem Landgott, um den Neustartcode zu installieren. Holzer und fast gar nichts mehr. Das sollte dir auf die Beine helfen. Das sollte reichen. Und der letzte da oben. Noch ein Landgott geschafft. Hey, so? Aloy, wie läuft's? Ich musste schwimmen, aber ich habe so den Neustartcode gegeben. Ah, gut. Wir haben so im Herbst gefeiert. Zu Beginn der Ernte mit Wein aus Holunderblüten. Mit 12 war ich mal beschwipst davon und habe im Salbeigarten einen Jungen geküsst. Wie war das? Er war so überrascht, dass er fast ins Beet fiel. Wäre schön, so wiederzusehen, wie er die Felder in der Nachmittagssonne pflügt. Wie läuft's denn bei dir? Ich bin dabei. Hab noch ein paar Landgötter vor mir. Okay. Ich ruf dich, wenn ich den letzten geschafft hab. Danke, Aloy. So. Ja, der ist oben.
Schildflügel hält. Oder auch hier unten. Das muss der Schrein des Landgottes Do sein. Unter den Rankenbäumen. Schauen wir uns das mal an. Ich muss zum Landgott hochklettern. Er scheint hier schon länger zu sein. Ich kann den Neustartcode nicht installieren, wenn Ranken im Weg sind. Wo es Ranken gibt, gibt es auch eine Metallblume. Ich muss sie nun finden. Ich hab schon gefunden. Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Da, auf dem Vorsprung. Da, die Blume. Wenn sie deaktiviert ist, wird der Landgott frei von Ranken sein. Doch ich muss einen Weg hochfinden. Ein Schreckflügelkadaver hat wohl die Blumen verloren und ist abgestürzt. Ich könnte seitlich an der Klippe hochklettern. Vielleicht komme ich so an die Metallblume. Jetzt muss ich nur die Ranken entfernen. Jetzt komme ich an den Ranken vorbei. Schon besser. Zeit, den Code zu installieren. Gleich wird's dir besser gehen. Das ist der letzte Landgott. So, hörst du mich? Ich kann dich hören, Aloy. Ich habe den Neustartcode bei Do installiert. Er war verwirrt, aber jetzt geht's ihm besser. Schön zu hören. Do kehrte Ende des Winters immer zur Heiligen Höhle zurück. Sein Fest kündigte also den Frühling an. Zu dieser Zeit schmiegte ich mich bei der Feuerstelle an meine Mutter, während sie Lieder von Neuanfängen sang. Genau das ist es, was du deinen Leuten geben wirst. Das hoffe ich. Wenn du kannst, triff mich in Reinklang und wir senden das Neustartsignal. Ich habe den Code zu den Landgöttern gebracht, bis auf ein. Bleibt nur noch La. Ich bin bei ihr, etwas östlich der Hauptsiedlung. Okay, ich komme, sobald ich kann. Okay. Ab zum Rhein lang. Sei gegrüßt, meine Freundin. Viel Glück in der Wildnis. Achte auf Maschinen. Hey, die Sonne leuchtet. Ich war bei deinen Künstlerfreunden unten in Vegas, wo du Poseidon geholt hast. Sie haben den Ort richtig rausgeputzt und sie nennen ihn jetzt wohl Glimmerwinkel. Ich glaube, sie könnten auch deine Hilfe gebrauchen. Danke, Erend. Ich werde versuchen, vorbeizuschauen. Okay. So ist zurück. Ey, Leute, halten wir sie auf? Alle Landgötter sind aktualisiert. Senden wir jetzt das Neustartsignal. Wow!
sehen. Singen. Was bedeutet das? Ein Neuanfang. Gaia sagte, das würde passieren. Mit allen. Do, Ti, So und dem Rest. Sie nannte es Neustartsequenz. Doch ich wusste nicht, dass sie so schön ist. Bald bestellen die Landgötter wieder die Felder, wie früher. So, der Chor will dich sprechen. Ja, natürlich. Soll ich mitkommen? Nicht nötig. Ich sage ihnen, dass unser Land bald wieder erblühen wird. Was sollen sie schon sagen? Reden wir später. Dann sage ich dir, wie es war. Viel Glück. Landgötter, Geralt. So, dann versuchen wir mal, ihn ein neues Arm zu besorgen. Hier ist das Zenith-Labor. Kotallo glaubt, dort drin die Baut. Hey, Kotallo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Aloy, danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest, und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir müssen uns beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Verstanden. Zum Labor geht's hier lang. Alles okay? Ich schaff das. Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Wie du willst. Der Schnee knirscht unter den Stiefeln. Zum nächsten. Okay, das war jetzt überraschend, diese Trophäe zu bekommen. Jetzt gibt es Ärger. Genau so! Das Ding brennt aus! Niemand hält uns jetzt auf! Zum Labor geht's durch diesen Tunnel. Komm! Feind? Schwer zu glauben, aber ja.
Ein Jägerkiller. Ein. Die Klinge steckt nur halb. Ich muss sie erledigen. Nur noch der eine. Beeilen wir uns lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Geh voraus. Ist es das da unten? Ja, wir sollten schnell darunter. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Da sagt der Beta war in einer dieser Kapseln. Wie furchtbar sowas eingeschränkt. Da ist kaum Platz zum Atmen. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Kämpf mit Ehre! Gut. In Stücke reißen! Meine erste Jagd! Das, oh.
nicht so weit. Die Zeniths könnten Verstärkung schicken. Werden wir fertig und dann raus hier. Die Bauteile müssten irgendwo im zweiten Stock sein. Bin gleich hinter dir. Das verstaue ich für später. Der zweite Stock. Wie komme ich zum zweiten Stock? Noch einmal. Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschungen mehr. Gute Idee. Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Teile müssen hier irgendwo sein. Sag mir, dass die Teile da drin sind. Oh, Zenith. Hab ich dich. Ich sollte sie zu Kutalo bringen. Gleich gibt's eine Explosion. Aber nicht gleich. Thank you.
weit bin ich jetzt laufen, ey? Du hast die Bauteile? Sieh's dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich hab nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Ha. Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehen. So. Das heißt... ab zum Basis. Bin mal gespannt, wie er aussieht mit dem Roboterarm. Also brauchst du noch irgendwas? Wie läuft es mit dem Arm? Er ist fast fertig, aber ich passe noch die Anschlüsse an. Bald muss ich ihn testen. Ich freue mich drauf. Ich muss gehen. Halt deinen Bogen bereit. Okay, das heißt, ich muss jetzt warten. Wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis er fertig ist. Die Flüge des Seen abgeschlossen ist. Und die nächste Fähigkeit ist fertig. Ups, da wollte ich nicht. Oh, warte mal.